Schulz, wir haben gerade mit Halli gesprochen. Er war mit dem Punkt auswärts beim VfR Aalen durchaus zufrieden. Wie zufrieden bist du damit? Ich glaube auch am Ende, dass wir da zufrieden mit sein können. Aber was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, darüber können wir nicht zufrieden sein, fand ich. Wir haben von der 45. bis der 70. keine Zugriffe auf das Spiel bekommen. Und das müssen wir morgen nochmal gut hinschauen im Video, wie wir das ändern können. Jetzt, ihr habt 1-0 zurückgelegen, dann hast du das 1-1 geköpft. Kannst du die Situation noch einmal beschreiben aus deiner Sicht? Abi hat mir einen Diagonalball gegeben. Ich habe dann eine Kopfballduell gewonnen auf Ochi. Ochi spielt raus auf Alex. Alex flankt auf mir und ich habe das Ding dann reingemacht. War einfach eine geile Kombination von uns alle zusammen. Nach hinten raus war man sich nicht so ganz sicher. Wollt ihr den Punkt mitnehmen? Spielt ihr noch auf Sieg? Aalen eigentlich genauso. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Ja, ich dachte auch am Ende von vielleicht noch 3 Punkte, aber wenn wir jetzt so stehen, dann denke ich, dass 1 Punkt richtig ist. Wie zufrieden bist du auch vor dem Hintergrund, dass jetzt am kommenden Samstag dann das nächste Topspiel eigentlich wartet, vor ausverkauftem Haus gegen Sportfreunde Lotte? Ja, wir sollen jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen, ne? Weil wir haben 3 Mal hintereinander nicht gewonnen. 2 Mal unentschieden natürlich, aber das muss dann gegen Lotte, die 3 Punkte müssen bei uns zu Hause bleiben. Vielen Dank, viel Erfolg dafür. Okay, danke schön.